T-Rex passt ja auch dazu, so Ende 60er, 70er Jahre Flair ein bisschen. Einige Unerschrockene gibt es auch heutzutage noch. Wo sind die Langhaarigen? Ich weiß ja nicht, wo ihr lange Haare habt, aber... Aber passt schon, okay, warte. Wer sitzt denn da an der Theke rum? Ist der besoffen oder ist der dumm? Was will er doch, was will er hier? Jetzt bestellt er sich auch noch ein Bier. Es ist langhaariger. Oh, es ist langhaariger. Oh, es ist langhaariger. Oh, baby, baby, lang lutsch. Baby, baby, lang lutsch. Alten Haus, da ist das Klo, da auf dem Flur, und immer in der Malertoilette muss, das kann ihn nicht, man sagt dann nur, du da, du bist langhaariger, oh, du bist langhaariger, oh, du bist langhaariger, oh, baby, baby, langlutsch, baby, baby, langlutsch. Sie sitzen am Stammtisch, die Karo im Mund, und saufen sich die Bäuche rund. Und bei der Arbeit spüren sie, hängen runter bis an die Knie. Furchtbar! Es sind die Langhaarigen, oh, es sind die Langhaarigen, oh, es sind die Langhaarigen, oh, baby, baby, lang los, baby, baby, lang los. Teilnehmer hier beim Höhlerfest in Gera. Ich hätte gar nicht gedacht, dass hier noch so viele Leute wohnen. Wir waren mal vor 5-6 Jahren hier auf dem Bahnhof richtig einzünden. Was ist los? Das ist doch geil, sag ich doch. Ich freue mich. Ich komme auch aus einer Klitsche. Der, weißt du ja, da willst du ja auch nicht hin. Hier können wir schön auf die Kacke hauen, das klappt aber nur hier, den Leipziger. Aber wir sind doch keine Leipziger eigentlich. Hier, Dresden. Aber nichtsdestoweniger Trotz. Jetzt kommt die Stelle für alle Langhaarigen so richtig so zum Headbang. Die anderen dürfen auch mitmachen, ich mach auch mit. Ein bisschen mit verzerrte Gitarre. Und ich kann mich wirklich noch gut dran erinnern, hier auf dem Lande, Ende der 70er Jahre, hat man sich hingestellt zum Tanzday am Sonntag. Und dann fiel all der Gegenstand aus den Haaren, was sich über die letzten Wochen so ansammelte. Denn als Befilster, da wäscht man ja nicht ganz so oft die Haare. Und dann hat man geschüttelt, so zu Black Sabbath und Led Zeppelin. Und auf einmal lagen da Zigarettenstummel, gebrauchte Kondome, Saporoschs. Ja, mal gucken, was heute rauskommt. Ich zähle ein, dann geht's los. Bei vier. Achtung! Vier! Richtig rein, weißt du, immer richtig. Da hören die Leute wenigstens zu. Okay, ein Vers von diesem Song haben wir noch. Der kommt jetzt. Wir sagen's laut, wir sagen's hier.